Ja, jetzt sieht das schon mal nice aus, ey. Da höre ich schon, wie er reinkommt, ey. Tup, 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 tup. Wie sagst du da so ein... Willst du da weiterbauen hier, oder was? Ja. Vielleicht. Ach, Mann, ich habe hier abbauen. Fucking Lapis wieder vergessen. In meiner Truhe. Ey, Junge, du musst da unten unbedingt eine Truhe hinballern, wo die scheiß Lapis drin ist. Ja, mache ich. Hier... Warte, ich müsste doch eigentlich noch eine Truhe haben irgendwo. Nein, keine Truhe mehr. Hast du vielleicht eine Truhe zufällig dabei? Ich hab nicht mal Holz dabei. Trottel. Ich hab jetzt einen Pfeil, den ich dir in den Arsch schiebe. Diamantenspitzhacke benutze ich jetzt mal zum Verzaubern, ganz ernsthaft. Ja, aber vorsichtig, ne? Ich würd... Wieso? Braucht nur 3 Erfahrungsstufen, sehr lächerlich. Haltbarkeit, Effizienz 2. Her damit. Hier ist dann Lapis drin, ne? So, damit baue ich jetzt einen Tunnel. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ach ja, wenn du schon da bist, kannst du dann auch gleich die Schienen abholen. Kannst du mir gleich mal geben. Effizienz 4. Geil. Her damit. Was macht Effizienz? Damit haust du die Steine viel schneller weg. Und was macht nochmal, dass man mehrere Sachen kriegt? Tja, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Warte, ich gebe dir mal die Schienen. Oh, ich habe sogar 2 Zauber bekommen. Effizienz 4 und Haltbarkeit 3. Geil! Haltbarkeit baue ich auch, ey. Das hole ich mir jetzt auch. Für meine... Haltbarkeit 3 und... Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Wie viele Verzauberungen kann eine Waffe haben? Das ist unterschiedlich. 3, oder? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, du kannst Verzauberung noch durch einen Armboss hinzufügen. Dazu brauchst du allerdings Verzauberungsbücher. Ich weiß nicht, wie du die kriegst. Haltbarkeit. Vielleicht, wenn du ein Buch hier reinlegst. Vielleicht kannst du das ja verzaubern. Haltbarkeit 3. Ich hab ihn... Ist gut, ne? Ja, nee, das ist ja meine Sache. Haltbarkeit 3 will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich die Geschwindigkeit nur haben. Kann man das rückgängig machen? Ja, aber Diamantspitzhacke wäre doch richtig nice, wenn man Haltbarkeit... Dann hält die länger. Und bei Diamant ist das richtig gut. Das mache ich. Effizienz 5! Ne, 4. Muss er kurz die römischen Zahlen entziffern. Haltbarkeit 3. Effizienz 4, Haltbarkeit 3, ja auch. Okay. Tja, das war's. Effizienz macht was nochmal? Dass du schneller was kaputt machen kannst. Ja. Gut. Ich verballer dir jetzt deinen Obsidian hier rein, Lapis. Jo, mach das. Hast du die Schienen mir gegeben? Ja. Ah ja, da. Die müsstest du im Inventar haben. Hab ich ja schon. Ich sehe deinen Kopf von innen. Muss ich nur ein Schild draufhängen, kann man das schrecken. So. Ach, hier ist dein Flieder. Mann! Ey, diese scheiß Steinspitzhacke, weißt du, schmeiß ich hier weg, Alter, wo ich... Ach, Zombies brutzeln. Das ist voll also das Lapis müssten wir dann auch mal anfangen. Schön zusammen. Ja, ich habe auch noch 3 Stacks, ne? Ach so, ja dann. Ja, dann kannst du ja holen und schon mal alle da unten reinmachen. Ja, irgendwann, wenn ich jetzt wieder da bin. Wow, warte mal, voll wie spät haben wir es überhaupt? Ach so, halbe Stunde kann ich noch. Hast du eben auch gesagt. Ja, das war... Da waren es in Wirklichkeit noch 50 Minuten. Hier brutzelt was. Ist ein Zombie in der Nähe? Nö. Aber einen Cut könntest du jetzt setzen, oder? Voll angepisst, ey. Viel zu wenig Eier sind da noch in der Truhe, ey. Jetzt hau ich da 10.000 Hühner rein, ey. Ey, mit seinen Hühnern, ey. Da können wir Omelette machen, ey. Dann haben wir keine Hungersorgen mehr. So, ich baue mich jetzt hier blind einfach voran. Hast du eigentlich irgendwelche Mods drin oder so? Nee. Also, so wie die Karte oder so? Nee. Gibt's ja nicht mehr. Die bringen für die Version 1.8 nichts mehr raus. Okay. Ja, ist noch zu neu, ne? Zu neu? Okay, kann sein. Alter, es ist dunkel. Unheimlich.
Es ist noch gerade voll hell. Was willst du? Ich bin in der Höhle. Oh. Junge. Ich hab nur gerade zurückgeguckt. Alter, die Diamantspitzhacke hält ja richtig lange, ne? Geil, ey. Was hast du jetzt drauf auf deine Spitzhacke? Gar nichts, nur Effizienz. Echt? Aber trotzdem kommt... Ich habe aber, zum Beispiel, ich habe jetzt nur... warte, wo ist meine Diamantspitzhacke? Da. Ich habe da jetzt zum Beispiel Haltbarkeit drauf gemacht und habe aber Effizienz 4 noch dazu bekommen. Ja, das ist ja nur Zufall. Das ist ja mal richtig nice, ey. Also da habe ich jetzt richtig schön Schnäppchen gemacht. Hey, laufen wir jetzt hier mit verzauberten Waffen rum? Rüstung könnten wir auch noch verzaubern, ne? Ja, da kriegst du auch unterschiedliche Boni noch dazu. Federfall zum Beispiel ist nice. Oder Feuerschutz oder Wasseratmung. Boah, Wasseratmung wäre nice, ey. Aber das hält nur für... Auf Stufe 3 hält das 45 Sekunden an, bevor du Schaden bekommst. Und außerdem auch verlierst du dann nur jede 3 Sekunden Lebenspunkte anstatt jede Sekunde. Aha. Alter, wie geil das aussieht. Also bis die Diamantspitzhacke weg ist, dauert das. Aber okay, Diamanten findest du auch so gut wie nie. So. Wenn ich an meine Höhlentour denke. Leer. Was? Energy Drink ist leer. Oh oh. Ja, jetzt habe ich noch meinen zweiten. Ja, Eistee ist das? Noch ein Drittel voll. Stimmt, ich habe noch so eine 0,5 Liter Eisteeflasche in meinem Rucksack. Also die Geräusche müssen echt nicht sein hier. Hier, das. Ich höre Lava. Scheiße. Nee, das sieht nicht gut aus. Mit dem Baum da. Welche Blätter? Alter, das ist überhaupt nicht unheimlich hier. Ich glaube, so ist besser. Ey, wenn jetzt ein Gegner, ein Monster von hinten hinter meinem Rücken spawnt. Sieht richtig nice aus. Hast du super gemacht. Alter, hier blubbert Lava rum, Alter. Das ist voll unheimlich. Voll Schiss auf einmal. Robert! Was? Nix. Okay. Was denn? Die Lava fällt runter. Fast auf meinem Kopf, ey. Voll auf deinen Kopf drauf. Oh Mann! Geh weg! Scheiße. So. Boah. Skelette chillen immer unter den Bäumen, ey. Sind wie die Zombies von, hier. I Am Legend. Oh. Alter, wieso kann ich da nichts hinbauen? Zuckerrohrfeld ist wieder nachgewachsen. Das ist sehr schön. Oh Mann, Alter, überall diese Scheißlava. Du wolltest doch Lava. Ich muss ja aber nicht direkt vor meinen Augen haben. Und vor allem nicht, wenn sie nochmal aus mir runter auf mir drauf fällt. Wo bist du eigentlich? Immer noch im Labor. Im Labor? Und da ist Lava? Tja, so in etwa. Ich krieg diese scheiß Lava hier nicht weg. Wollen wir das eigentlich so lassen mit den Büchern oder soll ich da noch eine Reihe oben drauf legen? Du kannst doch noch eine Reihe drauflegen. Ah, dann kostet das uns mehr Erfahrung, wenn wir was skillen wollen, ne? Okay, mach maximal bis 4 Level. Das kann ich aber nicht sehen, wie viel Level das dann ausmacht. Warum nicht? Aus dem Bücherregal dahin guckst du dann, wie das dann kostet. Ich kann die scheiß Lava nicht wegmachen. Ey, das kotzt mich gerade wieder so an. Weil ich kannst dir nicht mal bauen. Irgendwo. Du kannst dir nicht mal was hin.
kannst nicht mal buddeln, ohne dass da scheiß Lava von oben runterkommt. Die kannst du jetzt nicht wegmachen, oder was? Ja klar, natürlich. Da ist natürlich auch Lava. Fuck you, ey. So, bis jetzt noch 3. Okay, wie tief bin ich hier eigentlich? Ich bin auf einer Höhe von 61. Wie kann hier Lava sein? Warum nicht? Außerhalb ist ja auch, gibt's auch so Lavaseen. Alter, überall blubbert's hier, ich hab grad so Schiss. Wo kommen die ganzen Creeper her? Die spawnen einfach irgendwo. Oh, jetzt regnet es. Jetzt regnet es. Die Melone wächst schief, das muss ich korrigieren. Die Melone wächst schief, wie kann das denn sein? Ey, sag mir jetzt nicht, ich hab jetzt hier nur fucking Lava. Ich glaub's nicht. Ich hab hier nur Lava, weil hier. Weil ausgerechnet hier, ja, hier. Genug im Lagerhaus. Ah, ich glaube, hier bin ich lang gelaufen, stimmt. Hier habe ich diesen Lava-Fall gesehen, wo ich noch gesagt habe, ey, fuck, hier ist überall Lava. Oh, fuck, ey. So, fertig, hat sich ausgelavert. Okay, ist das Problem, Lava hat sich doch erledigt. Schneller als ich dachte. Jetzt warten wir nur kurz mal 10 Minuten, bis die scheiß Lava hier endlich mal weg ist. Andererseits... Gesundheit. Danke. Also von ihr, nicht von mir. Ach nee, ich hätte nicht gedacht. Wie ich so rumbaumel. Solange die Lava da im Verschwinden ist, brauche ich erstmal einen zweiten. Lava. Ja, du magst doch rot. Ja. Ich nicht mehr. Du magst ja lila. Ja. Ich mag Flieder. Das ist lila. Mhm. Warum habe ich hier so viele Türen? Oh, also das Projekt könnte, glaube ich, ein bisschen länger dauern, als ich dachte. Was planst du schon wieder? In deinem kleinen Kopf? Mein U-Bahn-Station-Tunnel. Und wo ist also, nein, besser, der besser gesagt, einfach eine Verbindung zwischen unserer Farm und dem Strand, den ich da gefunden habe. Ach so, viel Spaß. Ist noch überhaupt keine 2000 Milliarden Blöcke, die ich hier gerade bauen muss. Also was heißt bauen? Zermalmen. So, Hühner poppen. Also wenn du Cobblestone brauchst, ne? Cobblestone kannst du in unser Lagerhaus packen. Stein. Genau, Steinlager. Weil ich habe die Schilder schon platziert in unserem Lagerhaus, dann musst du einfach nur schauen, wo Cobblestone-Abteilung ist. Wo sind die? Vorne? Also auf jeden Fall unten. Im Erdgeschoss. Musst du einfach aufs Schild schauen. Ich wünschte mir, die Blöcke würden immer noch schneller verschwinden. Was habe ich denn hier? Also die Effizienz 2 bringt es nicht so wirklich. Auf was denn? Ich habe Diamantspitzhacke mit Effizienz 2. Trotzdem, die Steine gehen mir viel zu langsam weg. Die müssten wirklich so schnell weggehen. Ich habe Effizienz 4. Die müssten so schnell weggehen wie im Creative-Modus, wenn du dagegen klopfst. Das wäre echt gut jetzt gerade. Also ich überlege ich auch, also die Zuschauer müssen mal wirklich mal reinschreiben, ob ich das hier, ob ich die ganzen scheiß Tunnels hier wirklich so wegkloppen soll oder ob ich das offscreen machen soll. Und dass ich im Let's Play dann einfach die Schienen verlege. Genauso wie das mit dem Nether-Quarz sammeln.
Der Netherquarz ist ja nicht so schlimm, finde ich jetzt. Ja, wenn du nur eins bekommst pro Feld, ist es auch ein bisschen scheiße. Naja. Aber dazu brauchst du auch wirklich was mit Plünderung. Da, ich glaube, Glück war das, mit wo man mehr Sachen kriegt, oder? Ja. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich stelle mir mal gerade vor, wenn ich jetzt hier eine Spitzhacke hätte, die Glück hat, also dann hätte ich Milliarden von Cobblestone. Also Glück wäre richtig nice gewesen. Ja, für Netherquarzerz. Auch für Diamanten, ne? Ja, aber, klar, das sowieso. Aber ob du dich traust, deine Diamantspitzhacke mit auf eine Tour zu nehmen, das ist dann die andere Frage, ne? Tja, ja, hätte ich kein Problem. Also Höhle habe ich keinen Schiss. Ja, aber... Vom Nether habe ich mehr Schiss. Respekt im Netz. Ich glaube, es ist dunkel, kann das sein? Yep. Ich sehe das von hier. Wenn du unter der Erde bist, siehst du trotzdem, ob es hell draußen ist oder nicht. Hast du den Nachttrank an, oder wie? Nee. Aber wenn du gerade 100 Blöcke weit sehen kannst, dann siehst du, ob es so dunkelbläulich leuchtet oder hell. So ist es also. Ich höre schon wieder Lava brutzeln. Kann doch nicht sein. Brutzel, brutzel. Wo hast du jetzt eigentlich dich runtergegraben? Im Labor. Ah, im Labor. Aha, okay. Ja, dann komme ich gleich mal vorbei. Alter, ich will mal sehen. Du wirst so richtig gerührt gucken, Alter. Vielleicht kann ich ja irgendwas helfen oder so. Das Leder geht mir langsam aus. Das ist nicht sehr gut. Ich glaube, ich heule gleich, oder? Ja, ich heule gleich. Warum? Ich muss viel tiefer unter die Erde, ich bin viel zu hoch. Oh. Ich bin ja gerade außen angekommen. Armes Putt-Putt. Oh Mann. Das heißt, dass ich mit der Schiene dann nach unten bauen muss. Das geht ja, ne? Die Schiene kannst du ja auch kreuz legen. Ja. Fange ich an, mich hier irgendwo runter zu bauen. Ab hier ungefähr. Also bis jetzt ist immer noch Level 3. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum da 30 daneben steht zum Beispiel. Oh, ich glaube, ich habe die Lava gefunden. Beim Verzaubern. Alter, fick doch die Wand an. Ich kann nicht nach oben bauen, weil ich dann an der Oberfläche bin. Ich kann nicht nach unten bauen, weil da Lava ist. Ich wundere mich, wo das Geblubber herkommt. Blub, blub, blub. Oh, diese scheiß Fackeln. Okay, hier scheint es zu laufen. Ab hier gehe ich dann bergab. Also auf die Schiene bin ich echt gespannt, ey. Hör ich eine Fledermaus? Oh. Ich hab mich nur gerade verhört. Verhört. Mal sehen, ob ich mich bis zur Ebene 16 grabe. Vielleicht finde ich ja noch Diamanten. Ja, natürlich ultra nice. Wieso machst du da ständig die Tür auf und zu? Nee, ich mach da jetzt so Glowstone. Lampen. Mit diesen Falltüren. Falltüren? Los, was? Ja, wirst du dann sehen. Wenn du mal vorbeischaust. Wups. Arzt.
So, bin ich tief genug? Man weiß es nicht. Hier ist jedenfalls Eisen. So, Glowstone kann wieder dahin.